die mathematisierte Außenperspektive, muss man dazu sagen. Das ist ja nicht das wirkliche Außen. Die Mathematisierung ist ja letztlich ein bestimmter formaler Apparat. Und gleichzeitig wird auch das deutlich, was aus den Zahlen, die immer präsentiert werden, alles rausgelassen wird. Nämlich, dass genau. die Intensivbetten gesunken sind in der letzten Zeit, jetzt, dass sie immer schon überfüllt waren und so weiter. Und also sozusagen so viele Sachen. Man sieht einfach, da ist jetzt schon wieder das ausgelastet. Ja, ja. Und das wird aber kontextlos und ohne Hintergrund in irgendeiner Form einfach so als Zahl so rausgegeben, als Behauptung. Und diese Zahlen wirken zunehmend unverbunden mit der Wirklichkeit. Ja, das ist natürlich aber erstmal ganz typisch, muss man grundsätzlich sagen, diese Abgekoppeltheit mit Zahlen und abstrakten Prinzipien, da ist der moderne Mensch ja ein Matador. Der ist ja wie vollgestopft damit. Nicht einer kann zum Beispiel liebenswerter Zeitgenosse sein, mit dem er gerne eine Tasse Kaffee trinkt, aber wenn er dann anfängt, über Kosmologie zu reden, hat man das Gefühl, was redet der eigentlich? Seine Erfahrung ist ja gleich null in der Richtung. Ja, er betet das nach, er plappert das nach, was er gelesen hat und was irgendwie plausibel erscheint. Und ein 14-Jähriger kann heute am Computer angeblich erreichen, wie sie Galaxien entwickeln, was natürlich absurd ist, weil die ganzen Parameter, die eingegeben werden, ja auch hinterfragt werden können. Also das ist, der Mensch hat heute eine eigenartige, geradezu pathologische Freude daran, sich immer im Abstrakten zu ergehen. Und das sieht man ja an der Corona-Krise sehr deutlich. Diese Fixierung auf abstrakte Prinzipien und Modelle, das ist ja ganz früh gemacht worden. Das ist dieser berühmte Ferguson auch vom Imperial College in England, der die abstrusesten Modelle, die sich alle als falsch erwiesen haben, favorisiert hat und raufgestellt. Das ist heute auch so. Überall gibt es Programmierer und Computerleute, die das ausrechnen. Und damit wird ja auch Politik gemacht. Also diese Fixierung auf bestimmte Zahlen, die, wie du richtig sagst, ohne Kontext präsentiert werden, aber die lässt sich das einzig Objektive darstellen, dass der Mensch ein komplexes Wesen ist, der ein Immunsystem hat, dessen ganze Psyche mitspielt, der immer ein Mitspieler ist. Und bei jedem Virus spielt natürlich das Milieu eine zentrale Rolle. Was ist das Milieu? Das ist auch das soziale Milieu, das psychologische Milieu, das zwischenmenschliche Milieu. Wenn man das alles ausklammert und sozusagen das ganz pur und nackt sozusagen auf ein virales Geschehen reduziert, dann reduziert man gleich alles mit. Dann wird das alles runtergeschraubt und dann ist es auch egal, was sonst passiert. Die Kollateralschäden spielen ja keine Rolle, weil die müssen die Leute einfach, da müssen wir halt durch, weil es ganz andere Dinge, die im Mittelpunkt stehen. Also, der Mensch hat eine Tendenz heute zur Abstraktion, dass er hat zu tun mit der mathematisch-technischen Naturwissenschaft, mit der abstrakten Naturwissenschaft. Denn das ist der Punkt, den ich ja seit Jahrzehnten auch immer wieder hervorhebe.